Wo ist denn der Penner? Der war doch gerade auch noch hier. Er stand jetzt da gerade nicht. So, wo sind die Cops? Nicht da. Stell mich einfach hier hin. Platz da, Oberschicht. Bist du ekelhaft, ja? Ey, da ist ja ein Wauwau, was geht ab? Ist das einer von diesen übergefährlichen Polizeihunde? Surprise, Motherfucker! Ich glaube, Herbert war's. Ich will doch nur einfach einen Führerschein sehen. Von Herbert? Boah, ich zeig dir mal einen Führerschein, komm schon her. Haben Sie einen Führerschein? Gucken Sie sich doch Ihren an, wenn Sie wollen. Kennst du diesen Smiley, der so okay zeigt, diese Hand? Ja. Und kennst du den Finger, der so zur Seite zeigt? Ja. Die verschicke ich immer. Das heißt Sexualkunde, wenn man die zusammenschickt. Sexualkunde. Sie? Was ist eine Sexualkunde? Das ist, wenn man. Das ist, wie die Babys entstehen. Und wie entstehen Babys? Durch Ficken. Okay, du auch Collect. Du Collect das Watzemann 2. Was? Was? Hey, du auch Collect das Watzemann 2. Warte, ich übersetz dir. Korrekter schwarzer Mann 2. Ah, okay. Ich bin korrekter schwarzer Mann 1. Hey, okay. Du Meister. Ich Meister. Meister. Aber du hast die nicht mit dir gebracht. Nein, doch, die stehen noch da vorne. Nein, ich die nicht. Ich habe den nicht gelaufen. Fuck Police, ich nicht laufen. Jederzeit wieder. Okay, nice. Danke. Okay, peace out, Mann. Mach's gut, amigo. Adios. Ey, Mann, wo ist mein Auto? Wo zur Hölle ist mein Auto? Habe ich doch da zwischen geparkt. Da. Da habe ich den hingeparkt. Da, genau da. Wenn die das selber machen, ist das deren Sache. Aber der ist hier nur zu Gast an der Tanke. Ich schätze mal, das war einfach, weil er so wahnsinnig zittert und friert. Ein richtig heftiger Zitterer. Und er wird sich dafür gleich ganz ordentlich entschuldigen. Aber guckt ihn doch mal an, wie er zittert. Also ich meine, dass da bei der Kälte, bei 2 Grad in... Ihr seht doch, wie kalt es ist. Ach nee. Also, ihr seht, dann wie kalt es ist und wie er zuckert. Zittert. Knie dich vor deinem Amigo am Boden und entschuldige dich. Das Ding ist halt so krass, ne? Wie geil! Kennt da jemanden? Warte, ich regel da. Einen Moment. Bleib hier! Ja, warte. Ja, ich bleib hier. Einen Moment. Ja, wir wollen das hören. Heiliger Totengott, erhöre mein Gebet. Ich trete zu dir als im Mutamba-Vasaren, als kleines Lied auf der Erde, trete zu dir, heiliger Totengott. Sende mir ein Signal, du musst mir in einer mieslichen Situation helfen. Heiliger Totengott, zick die drei jeden. Zick aus! Au! Oh, Scheiße! Du sollst uns nicht verarschen! Au! Sorry, ich konnte nicht mehr. Ich bin ein Wunschkind, deswegen habe ich nur gehört, ein Vorname. Mama Schlafzimmer, die hat gesagt, oh nein, scheiße, ich habe das Gummi vergessen. Oh, das ist nicht wahr. Ich bin ein Wunschkind gewesen, du nicht. Deswegen hast du so viele Vornamen, weil unsere Mutter den Vater nicht kannte. Dann hat sie gedacht, ich nehme einfach alle, mit denen ich in letzter Zeit geschlafen habe. Das hat nichts damit zu tun, dass Willst Mama deine Vornamen sagen? Meine Vornamen sind José Alejandro Carlos Pedro Álvarez Hernández. Das hat aber nichts damit zu tun. Das liegt daran, dass Mama mich einfach verdammt viel lieber hat als dich, Miguel. Deswegen hat sie dir so viele Namen gegeben. Immer sie wieder. Wollte, dass du nach dem Vater benannt bist. Sie hat gedacht, wenn sie alle nimmt, dann macht sie mich falsch. Warum heißt du dann nicht Esel? Sie hat gesagt, das war nur ein Film. Ha 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 ha
Ihr seid doch Brüder, oder? Si. Si. Das ist doch das, was zählt, oder? Kann man sich nicht aussuchen, ne? Richtig, Familie hat man, ne? Am Ende auf dem Boden, der kleine Enkel. Ich werde es vermissen, dir eine gute Nachtgeschichte zu erzählen. Gefühlt bist du inzwischen auch so groß geworden. Du bist stark, Didi. Und lange nicht so dumm, wie viele behaupten oder denken. Du hast sie die Didi genannt? Mach was darauf. Soll ich dir noch etwas verraten? Bitte. Ich habe sogar ein kleines Foto von dir in meinem Portemonnaie. Ich habe sogar hier in der kleinen Bruchbude, wo wir aktuell wohnen, ein Bild hingestellt. Ich vermisse dich sehr. Wenn du mal in Schwierigkeiten bist, dass es jemanden gibt. Ich hoffe, du kannst mich verstehen. Okay. Sei mir bitte nicht böse. Es verkraft dich nicht. Es tut mir leid. Ich hab dich lieb. Unglaublich lieb. In Liebe. Deine Oma Ella. War es das? Aha. Boah. Da habe ich denn eine Frage. Also, die brennt mir richtig auf der Seele jetzt gerade. Das eigentlich das hat mich Didi genannt. Hat sie dich wirklich Didi genannt? Aha. Junge, warum fucking Didi? Das hat sie immer gesagt, wenn sie einfühlsam geworden ist. Alter, Didi, du bist doch kein scheiß Rapper. Dann bis später. Viel Spaß, schönen Abend. Danke. Jo. Hallihallo. So, wir... Boys, wir sind zu Hause. Woo. Papa ist zu Hause. Guck mal, magst du mir mein Höschen ausziehen? Ja, aber natürlich. Ich hab nur noch eins zu Hause von dir. Muss ich noch ein paar Wochen hier arbeiten? Die Sahne muss noch leer. Warte, ich schüttel sie erst wieder. Ja. Mehr. Ich darf nicht zu sehr schütteln, sonst hab ich Schlagsahne. So. Ich krieg einen Zehner von dir, Alter. Du bist ein Ehrenloser. Ich krieg einen Zehner von dir, du scheiß Penner. Ich krieg $10 von dir, Alter. Können wir jetzt mal um, keine Ahnung, Taui würfeln? Alter, ich schlag dir gleich die Zähne raus, Junge. Ich sag's dir. Ey, willst du mich verarschen? Mir fehlt schon einer. Aber mit wem? Gib mir deinen $10 jetzt. So. Gott sagt der Alter, zinkt hier rum. Wo ist der Typ, der für den Taui würfeln wollte? Verpiss dich, Junge, der bezahlt eh nicht, Alter. Brauchst gar nicht mit dem Würfel, der ist ehrenlos. Komm, ich bin Ehrenmann, Alter. Ich bezahle meine Schulden, wenn es um Geld geht, bei Spielsachen und Autos und ein paar. Alles, Alter. Immer alles. Willst du vorlegen, oder? Zinke, Alter. Bruder, wie du willst. Wie du willst. Ja, leg vor, komm. Auf geht's. Der zinkt jetzt. Guck, pass auf, der zinkt jetzt, Alter. Das ist voll scheiße. Ich wollte aber nicht aussehen wie ein Otto. Schade, hat nicht gereicht. Katsching, guck mal, so machst du Kohle, Brownie, hast du gesehen? Ja, halt die Fresse, du bezahlst deine Schulden ja noch nicht mal, du Wichser. Komm hier, jetzt kriegst du einen Zehner. Jetzt kriegst du einen Zehner. Ja, normal, jetzt kann er seine Schulden auch bezahlen, jetzt hat er wieder Geld. Ach komm, ich hatte vorher Geld, Alter, komm. Ja, Alter. Geh weg, so, Mann. So, ich hab vorgelegt, das leg du mal vor. Das ist dein Geld. Guck mal, Nachmacher. Ja, dieses Mal wollte ich mal mit der 5 trumpfen. Mal gucken, ob reicht, ja. Komm, gib mir die Manneskraft. Ei, Scheiße. Die Manneskraft ist nicht auf deiner Seite. Süß, Digga, süß. Ja, komm her. Kriegst ein Benjamin. Du bist auch ein Benjamin, Alter. Eine kann ich nur. Ja, let's fucking go. Du bist dran. Oh, komm. Komm. Das war's. Ich bin raus. Oh! Scheiße! Unlucky, Alter. Bin noch sowas von drin. Ich bin drin als drin. Okay, let's go. Ich fang an. Oh! Meister der Fünfen. Alter. Meinst du, ich schaff das? Ah, ich glaub schon, Alter. Du hast Luck, Mann. Du hast 5 oder 6 jetzt. Unlucky, er mit dem Benjamin. Komm, ein Joker? Ja, mit dem Benjamin, nee. Komm, für $84 ist ein Joker drin, ne? Was für Joker, Bruder? Bruder, das steht im Kleingedruckten. Gib mir erstmal den Benjamin. Die fühlen sich wohler bei mir, ja?
Gib mir 999, du Pisser. Du kannst nicht den Benjamin. Nein. Gib mir den Benjamin. Ja, hier hast du noch einen Dollar Kleingeld. Ja, okay. Scheiß drauf. Tausch dich gleich ein, Mann. Wechsel dich. So, habe ich meinen Heißen. Schnapp für heute auch wieder gemacht. 3000 verdient, passt. Ja, ich hab nur 2000 abgeholt. Ah, das stimmt, 2k nur. Schade. Hol mal noch einen Taui. Ich will immer noch eine andere Frage. Jetzt kannst du wieder mit Brownie um 10er machen. Nee, Alter, der zinkt mir zu viel. Nee, Happy, du behältst deine Frage. Es sind nur 200 Runden, bis du dein Geld wieder zurück hast. Will jemand für 80 Cent würfeln? Richtiger Broker-Motherfucker jetzt.